ドラえもん、のび太の牧場物語。Genau, und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, Story of Seasons, Doraemon, yeah. Ein neuer Story of Seasons Teil, endlich ist es soweit. Viele von euch fiebern bestimmt auch schon auf das Remake zu Friends of Mineral Town hin. Ich freue mich auch schon drauf, aber vorher kommt der Teil hier raus und ich habe ihn endlich in meinen Händen und kann es kaum erwarten, ihn zu spielen. Ich drücke einfach mal direkt mal neues Spiel. Stimme den Nutzungsbedingungen zu und bin gespannt, was uns erwarten wird. Doraemon ist eine Marke, die in Japan, glaube ich, ziemlich bekannt ist, hier in der westlichen Welt weniger. Ich hatte bisher auch damit noch nicht so viele Berührungspunkte, deswegen kann ich euch dazu auch noch nicht so viel sagen. Und naja, ich bin mal gespannt, wie dieses Franchise Story of Seasons beeinflussen wird. Ich weiß es nicht, es wird vielleicht etwas anders ablaufen als die anderen Teile davor, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube auch nicht, dass man in diesem Teil heiraten können wird, weil wir selbst, soweit ich das mitbekommen habe, ein Kind spielen. Aber sonst, ich glaube, man kann sich auch mit den Dorfbewohnern anfreunden und wir werden einfach mal sehen. Wir fangen einfach mal an und lassen uns da mal reinfallen. Okay, hey, Doraemon. Was gibt's, Kumpel? Hier kann ich nicht schlafen, bis die Schafe heimkehren. Bleiben wir doch. Was? Hier kann ich nicht schlafen, bis die Schafe heimkehren? Bleiben wir doch. Okay. Sei nicht verrückt, wir sollten zurückkehren. Ah, aber ich will noch etwas schlafen. Nur noch ein bisschen. Boah, den Artstyle finde ich schon mal mega. Das hat alles was Aquarellisches. Total schön. Nur noch 10 Minuten. Huch! Ich bin wohl eingenickt, als ich an meinem Sommerprojekt dachte. Zum Glück hat Mama es nicht erfahren. Okay, okay. Es muss mir was einfallen. Ach so, er hat quasi nur geschlafen. Du bist wach? Ah, es ist ein Wunder. Warum ziehst du so ein Gesicht? Mach ich nicht. Ich denke nur intensiv über etwas nach. Dann hast du gerade einen kompletten Aussetzer. Was? Ah, ich habe mir eine tolle Idee für das Sommerprojekt überlegt. Holla, entschuldige, Kumpel. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wie unhöflich. Schon okay. Aber wie man vielleicht sieht, ist hier ein Herz abgebildet. Es kann vielleicht sein, dass das die Freundschaftsstufe ist, die wir zueinander haben. Also quasi ein Story of Seasons Element. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, sowas in der Art wird es schon sein. Okay, schon okay. Ich gehe. Zermarter dein Hirn und denk dir was Tolles aus. Ah, bei ihm klingt es, als wäre ich kein bisschen kreativ. Ah, mir fällt absolut nichts ein. Vielleicht hilft ein Nickerchen. Oh nein, nicht noch eins. Dieser Ort in meinem Traum war sehr entspannend. Da will ich hin. Ach, Nobita heißen wir also. Interessant. Ah, wie gesagt, ich kenne mich bei diesem Franchise überhaupt nicht aus. Vielleicht könnt ihr mir was dazu erzählen. Ich habe keine Ahnung. Style ist echt interessant. Okay. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Nobita? Nobita? Erde an Nobita. Ja? Genug geschlafen. Du musst Hausaufgaben machen. Ich würde sie gerade machen. Keine Ausreden, junger Mann. Na gut, okay. Ich muss nur das beste Sommerprojekt überhaupt machen. Nobita! Oh, jetzt sind wir wohl rausgerannt. Okay. Das ist ein ganz schön hohes Ziel. Und was jetzt? Was ist das? Ich habe noch nie so einen Spiralsamen gesehen. Ist es eine neue Art? Ich liebe übrigens diese japanische Sprachausgabe dazu. Es gibt im Ganzen noch so einen Flair. Oh. Ich hab's. Ich werde diesen Samen für mein Projekt anpflanzen. Nobita? Oh hey, Doraemon! Und nu? Oh!
Na hui, eine Tür. Okay, das war echt freaky, aber mal sehen, wo wir jetzt sind. Also ich liebe die Grafik schon mal, ist sehr schön gemacht. Junge, ich müsste mal jemanden hinter den Ohren kratzen. Ach, mich müsste mal jemand hinter den... Du hast gar keine Ohren. Mich müsste mal jemand hinter den Ohren kratzen. Oh... Oh! Was ist denn jetzt los? Hey, warte! Was ist denn los? Hast du schon den Affen erschrocken? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Au, das tut weh. Hey, alles in Ordnung? Kaum. Dieser Sturm war unglaublich. Definitiv der verrückteste, den ich je erlebt habe. Anscheinend hat er uns alle mitgenommen. Oh, Nobita, alles in Ordnung? Ah, nur noch 10 Minuten. Immerhin sind wir wieder da, wovon wir geträumt haben. Nobita! Wo sind wir? Anscheinend hat uns der Wind hierher gebracht. Aber Doraemon ist jetzt auch weg. Hm. Oh, das sieht voll toll aus. Ah, das ist schon schön. Das gefällt mir. Oh, hab noch nie einen so mega großen Baum in unserer Gegend gesehen. Der ist echt gigantisch. Hm, ob wir wohl nach Hause kommen? Oh. Oh, jetzt ruft er nach seiner Mami. Süß. Keine Bauchschmerzen. Ah, okay. Eine kleine Ningeltrantüte scheint das zu sein. Hey, wo ist Doraemon? Jetzt, wo du es erwähnst? Du glaubst doch nicht, dass er uns hier zurückgelassen hat. Naja, er wird es etwas nie tun. Er muss hier irgendwo sein. Lass ihn uns suchen. Was ist denn jetzt los? Doraemon? Wo warst du? Ein Tier hat sich meinen Apparat geschnappt und ist fortgelaufen. Ach, meine Apparate. Was hat er denn alles für Apparate? Ich habe es verfolgt, aber dann tauchte ein Riesenbär auf und... Oh? Ein Bär? Das klingt schrecklich. Geht es dir gut? Alles gut, aber... Aber deine Apparate wurden gestohlen. Du hast aber noch was, mit dem wir nach Hause kommen, oder? Lass mal sehen. Ah, die überall hin Tür, sie ist weg. Okay, anscheinend hat er... Nein, wir haben ja kurz in dieser Videosequenz gesehen. Er hat anscheinend eine Tür, mit der er überall hin kann. Das ist sehr, was sehr praktisch ist, aber... Nun ja. Mir scheint, wir werden nach einer Weile hier sein. Sag, dass das nicht stimmt. Ja, es wäre schön zu wissen, wo wir überhaupt sind. Ich erkenne diesen Ort nicht. Vielleicht brachte uns der Sturm in ein super fernes Land? Es ist eine Möglichkeit, aber dieser Sturm... er war vielleicht eine Krümmung in Zeit und Raum. Ernsthaft? Es kann sein, dass wir in einem anderen Zeitalter gelandet sind.
Moment mal. Stimmt schon, das war ein verrückter Sturm. Aber wie kann uns ein Unwetter durch die Zeit teleportieren? Ich habe etwas Seltsames gesehen, als wir hochgewirbelt wurden. Etwas sagt mir, dass das ein Zeitloch gewesen ist. Heißt das, dass wir nie zurückkommen werden? Was ist mit deinem Zeitgürtel? Sag mal, was hatten wir alles? Damit kann man durch die Zeit reisen. Ich sag's nur ungern, aber der Zeitgürtel wird gerade repariert. Wir sind verloren. Was machen wir bloß? Also erstmal schauen, wo wir sind. Richtig. Herumsitzen hilft uns auch nicht weiter. Seid ihr sicher, dass wir hier herumwandern können? Was haben wir denn für eine andere Wahl? Auf geht's. Los geht's. Ich liebe die Umgebung. Ich hoffe, das ist auch so die Ingame-Grafik. Ich denke, wir haben noch keine Postkarte von diesem Ort gesehen. Moment, ich höre Wasser. Ich auch. Vielleicht dort drüben? Oh, sieht voll schön aus. Gefällt mir. Find's gut. Wow, seht euch an, wie groß der Wasserfall ist. Ah, ein riesiger Wasserfall und ein Riesenbaum. Verrückt. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vermutlich besser als Däumchen drehen. Wow! Was für eine bezaubernde kleine Stadt. Vielleicht kann uns dort jemand helfen. Lass uns hingehen. Ihr seid doch schon mittendrin. Ich denke, wir sollten wirklich ein wenig vorsichtiger sein, Leute. Ja, da kommt doch schon jemand. Ganz anderer Zeichenstil. Ja, schon interessant. Nanu, wen haben wir denn hier? Ela? Ifcha Tmik? Alakokot? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Irre ich mich oder wirkt er irgendwie erschrocken? Würdest du plötzlich auf ein paar Fremde treffen, wärst du das auch? Hast du ein Übersetzkaugummi, Doraemon? Eon? Orechi? Einen Augenblick. Beeil dich. Gefunden. Ein Übersetzungskaugummi. Übersetzkaugummi. Er sieht aus wie ein Zementblock, aber okay. Wenn das hilft, esse ich ihn. Schnell, er muss das essen. Woher kommt ihr Typen? Wer seid ihr? Ich habe euch hier noch nie gesehen. Toll, jetzt verstehen wir uns. Nett, dich zu treffen. Könnt ihr mir euren Namen nennen? Ich bin Nobita. Nobi. Ein großer Sturm brachte uns hierher, glaube ich. Mein Name ist Shizuka. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Takeshi, aber du kannst mich Giant nennen. Sunio Honekawa. Es ist mir ein Vergnügen. Und ich bin Doraemon. Ihr wurdet in einem großen Sturm gesogen? Wow. Mein Name ist Harmon und ich lebe auf der Farm dort drüben. Auf dieser Farm lebst du? Sie ist toll. Ihr sagt, ihr seid hier alle gestrandet? Wenn ihr festsitzt, warum bleibt ihr nicht auf der Farm? Wirklich? Das ist ein großzügiges Angebot. Bist du sicher? Ja, dort wohnen nur ich und meine Oma. Keine Sorge, geht ruhig rein. Wow, wir schulden dir echt was, Harmon. Arigato! Also danke. Süß. Hier ist es. Willkommen in meinem bescheidenen Stück vom Paradies. Oh, die sieht ja süß aus. Oh, neue Freunde von dir, Liebling. Schön, sie kennenzulernen. Mein Name ist Nobita, Nobi. Ich bin Doraemon. Shizuka, schön, sie kennenzulernen. Ich bin Takeshi Goda. Suneo Honekawa. Oh mein Gott. Ach, sei schwul erzogene Kinder. Mein Name ist Raviola. Raviola, nicht Ravioli. Oh, jetzt habe ich Bock auf Ravioli.
Nobita sagt, dass sie von einem Riesensturm hierher geweht wurden. Nun, da wären sie nicht die Ersten. Hm? Oma sagt manchmal solche Sachen. Macht euch keinen Kopf deswegen. Okay. Leben noch andere Leute in dieser Stadt? Ja, viele Leute leben in Natura. Hier geht es eher gemächlich zu und das ist auch gut so. Wow. Es ist fast Abend. Ich hätte besser die Felder bewässern. Oh? Kaum zu glauben, dass uns ein Sturm ein paar Kinder vor die Tür weht. Wissen Sie, was mit uns passiert ist? Die Stürme kommen und gehen. Sie bringen Leute und tragen sie fort. Von so einem Sturm habe ich noch nie gehört. Kein Anlass zur Sorge. Ihr habt den Schutz vom Baum der Ältesten. Wie meinen Sie das? Jener große Baum beschützt unsere Stadt. Also seid ihr hier sicher. Nun, das ist eine Erleichterung. Wir sollten uns besser Gedanken machen, wie wir zurückkommen. Verdammt richtig. Irgendeine Idee, Nobita? Apparate finden. Wo sind wir? Oh, meine erste Entscheidung. Vielleicht sollten... Ich weiß nicht. Eigentlich wäre das Klügste, die Apparate zu finden. Aber wo wir... Komm, wir sagen Apparate finden. Wir sollten uns wahrscheinlich nach Doraemons Apparaten umsehen. Ja, wir könnten sie wohl gebrauchen, wenn wir sie finden. Gute Entscheidung. Machen wir uns auf die Suche. Aber wo nur? Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Ach, du meine Güte, dann lässt du dir doch mal was einfallen. Meine Güte eher. Okay, so Neo ist immer eher so der kleine Jammerlappen. Aber, streitet euch nicht, Kinder. Entschuldigung, Raviola. Ach, der Göttin gefallen keine Konflikte, wisst ihr? Der Göttin? Wovon spricht sie? Die Stadt hat eine Göttin der Erlösung. Sie wacht über den Baum. Ist das nicht der Baum, den wir als erstes sahen, als wir aufwachten? Aber es war niemand da zu der Zeit. Sprichst du wieder von der Göttin, Oma? Weißt du, wovon sie spricht, Harmon? Es ist ein Märchen, das sie erfunden hat. Es wird spät. Wenn ihr hier bleiben wollt, seid ihr alle willkommen. Wirklich? Wir haben keine extra Räume. Es ist etwas eng. Ist das okay? Das ist besser als gar nichts. Danke, danke. Arigato. Shizuka, warum schläfst du nicht hier bei mir? Oh, gerne. Danke. Aber zuerst wollen wir eure kleinen Mägen mal ordentlich füllen. Oh, jetzt wo du es erwähnst. Dann mache ich euch mal etwas zu essen. Ach, ich kann helfen. Danke, meine Liebe. Am Tag darauf. Kurz mal einen Schluck trinken, wenn man so viel vorliest. Hui. Guten Morgen. Morgen. Hey, warum war Harmon nicht da, als ich aufgewacht bin? Harmon? Ach, der ist schon auf den Beinen. Schon zurück, Liebling? Oh, du hast den Bürgermeister mitgebracht. Guten Morgen, Turmace. Ja, guten Morgen, Raviola. Ihr müsst die Kinder sein, die gestern aufgetaucht sind. Das ist der Bürgermeister unserer Stadt, Turmace. Euer Bürgermeister? Genau der. Ich bin hier, um euch ein paar Gesetze zu erklären. Was für Gesetze? Das Wichtigste ist, dass alle Kinder verpflichtet sind zu arbeiten. Was? Aber das ist Kinderarbeit. So halten wir es hier. Selbst Harmon hilft auf der Farm. Komm schon, Turmace. Diese Kinder bleiben nicht für immer. Man kann sicherlich dieses eine Mal ein Auge zudrücken. Ich verstehe dich, Raviola, aber... Also na gut, wenn Raviola drauf besteht, drücke ich ein Auge zu. Aber wenn ich euch beim Nichts tun erwische, gebe ich euch Arbeit. Warum sollten wir hier helfen müssen?
Das müsst ihr nicht, keine Sorge. Aber Harmon hilft hier, oder? Uns gehörte diese Farm schon immer. Oma schafft es nicht allein. Aber ich will euch nicht mit unserem Problem belasten. Aber wenn wir eine Weile hier festsitzen, sollten wir helfen. Er hat recht, ich möchte helfen. Ich hätte nie geglaubt, das zu sagen, aber ich bin Nobitas Meinung. Doraemons Apparate fehlen auch alle noch. Tut mir leid, euch zu enttäuschen. Sehen wir uns den Rest der Stadt an. Gute Idee, das sollten wir. Dann sage ich euch allen Bescheid. Dann sage ich allen Bescheid. Ihr könnt nach dem Frühstück los. Danke, Harmon. Lass uns futtern und dann starten. Yay, okay. Okay, sehen wir uns mal um. Wartet mal, lasst mich euch zuerst etwas über Natura West erzählen. Was meinst du denn mit West? Ganz einfach. Diese Stadt teilt sich in der Mitte in zwei Hälften. Mein Haus liegt hier in Natura West. Außerdem gibt es hier zwei Läden. Das ist so süß. Ich liebe es. Zuerst kommt der Hühnerladen. Ah, ich finde, das ist ein ziemlich belebter Ort. Ja, die Hühner wecken mich jeden Morgen auf. Das ist so idyllisch, unglaublich. Danach kommt der Viehhändler. Oh, welche Tiere gibt es denn dort? Schafe und Kühe. Der Laden ist bekannt für seine glücklichen Tiere. Ich schätze, wir sollten uns erst einmal beim Hühnerladen vorstellen. Eine Gacke und gute Idee, Kumpel. Yay! Benutze zuerst den linken Stick, um dich zu bewegen. Benutze die Richtungsknöpfe, um in verschiedene Richtungen zu blicken. Benutze den rechten Stick, um einen Überblick des Gebietes zu erhalten. Ich warte beim Hühnerladen auf dich. Komm vorbei, sobald du fertig bist. Ich mal so laufen. Ah, so kann man Rouse und Ryan zoomen. Ah, und so kann ich mich drehen quasi. Was geht irgendwie... Doch, so geht auch. Aber im Steuerkreuz kann ich mich halt eben nur so drehen. Quasi immer nur in 90 Grad Winkeln und insgesamt um 45 Grad versetzt. Schade. Okay, aber reden geht auch. Solltest du nicht Doraemon beim Hühnerladen reden? Mit Doraemon? Doraemon? Was ist hier? LR? Ach, da unten kann ich mir quasi meine Werkzeuge dann auswählen. Aber ich habe ja noch nichts. Hi! Was geht? Hallo? Willkommen! Insofern ist der Stil doch nicht. Ich dachte eigentlich, dass das ein ganz anderer Stil hier wäre, aber es scheint doch alles relativ gut aufeinander abgestimmt zu sein. Hallo! Hey! Meine Güte, ich glaube, wir hatten noch nie das Vergnügen. Habt ihr euch verlaufen? Nein, wir sind neu in der Stadt und suchen eine Arbeitsstelle. Oh, Harmon hat mir von euch erzählt. Du musst also Nobita sein und du bist Doraemon, richtig? Ich heiße Helen und betreibe den Hühnerladen. Brauchen Sie hier zufällig Hilfe von zuverlässigen Leuten wie uns? Wir würden gerne helfen. Es gibt tatsächlich einiges, was ich erledigt haben will. Ich bin wieder da. Und wer seid ihr beiden? Hansen. Die Geräusche. Das sind die, von denen Harmon schon gesprochen hat. Oh, stimmt. Hallöchen. Ich bin Hansen. Und das ist meine Mutter. Nett, dich kennenzulernen. Ich suche gerade eine Arbeit in der Stadt. Ist das so? Aber bei uns helfen schon jede Menge Leute aus. Seid das nicht nur ihr beiden? Eigentlich drei. Ich habe noch einen anderen Sohn, wisst ihr? Cooper. Habe ich nicht gesagt, dass du uns grüßen und deine Hände waschen sollst? Ah, das mache ich, wenn ich unter der Erde liege. Egal, hi. Ich bin zurück. Wir haben Besuch. Begrüße die neuen Kinder in der Stadt. Neue Kinder? Was? Harmon hat von ihnen erzählt. Erinnerst du dich? Das ist Nobita und das ist Doraemon. Ah, das hat er wohl. Hey, ich bin Cooper. Mögt ihr Käfer? Hm, Käfer? Ja, ich mag sie. Ich auch. Gut, dann können wir ja Freunde werden. Bis dann. Hey, Cooper, warte mal.
Wie ihr sehen könnt, läuft bei uns alles mehr oder weniger rund im Laden. Ich verstehe, das leuchtet ein. Tut mir leid, wenn ihr aber etwas über Hühner wissen wollt, kommt gerne wieder vorbei. Aber es gibt hier nicht viele Leute, die Hühner haben. Das stimmt allerdings. Wie dem auch sei, viel Erfolg bei der Jobsuche. Arigato! Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Bis dann. Bis bald. Bis bald. Süß. Nächster Halt, Viehhändler. Hier entlang. Okay, man wird hier wirklich sehr krass durchgeführt am Anfang. Aber komm, wir spielen das Spiel schnell einfach mal mit. Die erste Folge wird ja ohnehin etwas länger. Und ich hoffe, dann in der zweiten Folge werden wir dann eigentlich das Gameplay uns angucken können. Schauen wir mal, wie lange die erste Folge geht. Ich habe immer für die erste Folge so circa eine Stunde angesetzt. Dann müsste das ja eigentlich hoffentlich passen. Schauen wir mal. Der Laden ist noch nicht geöffnet. Aber das macht nichts. Oh, ich bin kein Kunde. Ich wollte eigentlich... Oh, die ist ja süß. Oh mein Gott, das schafft dazu. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ist ja diejenige, die der Stolper gebracht hat. Lupita und Doraemon? Ja, das sind wir. Bei solchen Stürmen solltet ihr draußen besser aufpassen. Hört ihr? Das müssen wir hoffentlich nicht nochmal durchmachen. Ist nicht gerade toll, von einem jüngeren Kind belehrt zu werden. Also, du betreibst nicht Viehhandel? Recht hast du. Hier kümmern wir uns um das Vieh. Ich bin Rambi. Ich helfe meiner Oma Jo und meinem Opa Bull im Laden. Wow, ein kleines Kind wie du hilft ihnen bei so einem wichtigen Job? Ich kann nur mal super mit Tieren umgehen. Unsere liebe Rambi ist ein ziemlich cleveres Mädchen. Also, wo ist denn dieser Opa, von dem du gesprochen hast? Ah, er schläft noch. Du Opa, wach auf. Ist er am Stehen eingeschlafen? Aber was soll denn diese Aufregung hier? Lupita und Doraemon sind hier. Was? Lupita und Doraemon? Wer soll das sein? Wie angewackelt kommt. Super. Opa. Hamon hat uns von ihnen erzählt. Die Kinder, die in dem Sturm geraten sind. Und wer ist dieser Hamon? Aha, du bist unmöglich, Schatz. Sag mal, könnten wir euch hier vielleicht aushelfen? Hm? Jetzt wer wird hier aushelfen? Ja, wir bleiben eine Weile in der Stadt, also wollten wir helfen. Das ist furchtbar nett von euch, aber für diese Arbeit braucht man jede Menge Muskelkraft. Würdet ihr das aushalten? Darauf würde ich meine Dritten nicht verwetten. Die beiden sind mickrig. Aber Rambi hilft auch aus. Und sie beiden sind auch nicht mal die Jüngsten. Ja, wir könnten euch helfen. Null Problemo. Ich weiß was. Warum lassen wir nicht die Tiere entscheiden? Ja, also... das ist eine großartige Idee. Machen wir es doch. Das sollte gehen. Die Tiere entscheiden lassen? Ja, kommt mit. Ach, sie ist so süß. Ich trinke mal einen Schluck. Wow, das sind aber viele. Hey, hört mal zu. Das ist Nobita. Und das neben ihm ist Doraemon. Sie sind neu in der Stadt und wollen uns hier aushelfen. Was meint ihr? Oh Gott, sind die süß. Wow. Was ist das denn? Bitte, ich bin zu jung, um als Tierfutter zu enden. Keine Sorge, sie beschnuppern euch nur. Was? Was? Oh mein Gott, die sind so süß. Sogar die Kühe sind süß, ich liebe es. Schon vorbei? Also, was denkt ihr alle? Ich verstehe. Wie haben sie sich angestellt? Die Tiere sagen, sie würden sich etwas unbehaglich fühlen, da die beiden noch neu hier sind. Wenn sie sie aber besser kennenlernen würden, hätten sie nichts dagegen einzuwenden. Und der Opa schläft wieder ein. Was sollen wir dann also tun? Das sagten sie doch schon, Dummerchen. Du musst sie besser kennenlernen. Also geh und spiel mit den Tieren. Ja, los geht's. Aber in der Zwischenzeit, Nobita,
Ja, ich schätze, wir sollten uns vorerst eine andere Zeit, eine andere Arbeit suchen. Tut mir leid. Keine Sorge. Bis später. Bis dann. Ja, bis bald. Kommt bald mal wieder her, ihr beiden. Lupita und Doraemon, meine Lieben. Kommt jederzeit wieder. Ach, süß. So. Wie ist es gelaufen? Schon irgendwas gefunden, wo ihr helfen könnt? Ich will was Cooleres finden. Nicht, dass es je einen cooleren Job gäbe als deinen. Wäre toll, wenn ich einen Job finden könnte, der alle übertrifft. Dann sollten wir besser mal schauen, was Natura auszubieten hat. Okay. Hier entlang. Oh. Quasi das Stadtviertel? Oh, das ist aber groß. Schon auf jeden Fall ein bisschen mehr hier. Seht her, Natura Ost. Wow, wie schön. Wow, das nenne ich mal gigantisch. Recht hast du. Hier gibt es mehr Läden als in Natura West. Wie kommt man da hin? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Das sieht aus wie... Ah, der Krämerladen. Ah. Wow, was wird dort verkauft? Pflanzen, Saat, Dünger und anderes Zubehör. Ich komme öfters hierher. Es könnte ein Gasthaus sein, vielleicht. Als nächstes hätten wir das Restaurant oder sowas. Wenn es lecker riecht, kommt aller Wahrscheinlichkeit nach von dort. Aber die meisten Leute in der Stadt essen trotzdem öfters zu Hause. Das ist bestimmt die Kirche, oder? Ach so, eine Klinik. Naja, schon sowas Ähnliches. Der richtige Ort, wenn man krank oder verletzt ist. Unser Doktor ist allerdings ein klein wenig eigenartig. Wie dem auch sei, ich bin sicher, dass ihr das selbst herausfindet. Das könnte die Schmiede sein. Ah, genau, und zu guter Letzt die Schmiede. Eine Schmiede, das klingt ja fantastisch. So ist es, perfekt, wenn du nach einem Job suchst, der Kraft erfordert. Was ist mit dem Haus da unten? Okay, sehen wir uns mal um. Ja. Gehen wir zuerst zum Krämerladen. Da hatte ich schon Bock drauf. Hier ist es. Komm und rede mit mir, wenn du ihn dir ansehen willst. Nö. Ich möchte lieber mir die Schmiede angucken. Die Schmiede ist schon cool. Doch jemand wartet beim Krämerladen auf dich. Na gut, dann gehen wir halt zum Krämerladen. Wow, ouch. Wow, alles in Ordnung, Nobita? Hoppla, mein Fehler. Wer seid ihr denn? Oh, ich bin Nobita Nobi und das hier ist Doraemon. Ach, dann seid ihr es, von denen Harmon schon berichtet hat, hä? Jawohl, und wer seid ihr? Wer sind sie? Ich bin Mark. Hat Mark einen Markt? Oh Gott. Oh, und da oben sehe ich auch schon zwei Leute stehen. Na, mal gucken, wer das sein wird. Ich betreibe den Krämerladen. Schatz, ist jemand hier? Ja, in der Tat. Ja, in der Tat. Na? Oh, und wer seid ihr beiden? Das ist Nobita und Doraemon. Harmon hat von ihnen erzählt, erinnerst du dich? Ah, schön, endlich die Gesellschaft zu diesen Namen zu kennen. Ich bin Jenny. Freut mich. Genau wie mich. Oh, wir sollten euch besser auch Gemma vorstellen. Wer ist das? Unsere Tochter. Oh, sie haben eine Tochter? Gemma, komm mal her, Schätzchen. Ja? Was ist denn los, Mama? Diese Kinder sind erst seit kurzem hier. Spiel schön mit ihnen, ja? Oh cool, ich bin Gemma. Ich helfe im Krämerladen aus. Ich bin Nobita Nobi, aber du kannst mich auch einfach Nobita nennen. Und ich bin Doraemon. Erinnerst du dich an was Harmon gesagt hat? Das sind die zwei Kinder. Wow, ihr wohnt bei Harmon? Seid ihr verschollene Cousins oder so? Er hat uns einfach nur geholfen. Das ist alles. Jetzt sind wir Freunde. Wow, also Freunde von Harmon sind auch meine Freunde. Freut mich. Übrigens, wir suchen was, wo wir mit der Arbeit aushelfen können. Ach, wirklich? Bei uns arbeiten aber bereits drei Leute.
tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber wir brauchen niemanden. Ah, ich hätte es wissen müssen. Dann müssen wir wohl noch ein paar andere Läden aufsuchen. Viel Glück, Leute. Danke, bis später. Bis dann. Ja. Und das ist mein Stichwort, jetzt auch zu verschwinden. Schon wieder? Marc, das hatten wir doch schon. Tschüss, wir sehen uns später. Okay. Wo will, will Marc irgendwo hin? Er will immer irgendwo hin. Bitte auch sei, viel Erfolg bei der Arbeitssuche. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Bis dann. Ich glaube, wir können uns alle schon denken, worauf das hinausläuft. Wir werden noch die anderen Läden abklappern. Also gut, als nächstes kommt das Restaurant hier entlang. Genau, wir werden uns überall vorstellen, denke ich mal. Und am Ende bekommen wir einfach unser eigenes Stück Land. Also das ist jetzt meine Vermutung. Mal gucken, was dabei rumkommt. So, na dann gucken wir uns mal die Leute im Restaurant an. Suneo, solltest du nicht arbeiten, statt dich mit Essen vollzustopfen? Okay, dann lass uns mal was essen. Okay. Aha, ist jetzt wohl die Neuankömmlinge Nobita und Doraemon, nicht wahr? Ich bin Resto. Habt ihr Lust auf einen kleinen Leckerbissen? Na und ab, danke Resto. Ah, eine Gratis-Mahlzeit würde ich nie ausschlagen. Puh, ich krieg keinen Bissen mehr runter. Schon fertig? Nun, wir können eure Reste nicht einfach so verschwenden. Hm? Was ist mit uns? Schatz! Ah, was habe ich zum Thema Vollfressen gesagt? Ah, frischer Tat ertappt. Tut mir leid, ihr drei. Dieser Flegel bietet immer Gratis-Mahlzeiten an, um sich wie ein Geier auf die Reste zu stürzen. Aber ich habe gerade mal einen Happen gegessen. Ich auch. Moment mal, kennen wir uns schon? Seid ihr die, die Harmon erwähnt hat? Mein Name ist Ranta. Mein Mann und ich führen das Restaurant. Ranta, hättest du etwas dagegen, wenn ich hier mit anpacke? Warum würdest du das denn tun wollen? Also, wir sind in diesem Wahnsinnssturm geraten und sind hier gelandet. Wir haben gehört, dass Kinder hier bei der Arbeit helfen. Also dachte ich, ich helfe auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ihr hier durchgemacht habt. Aber warum das Restaurant? Du wirkst so verantwortungsbewusst, Ranta. Und Resto ist ein Gourmet-Koch. Ich bin eigentlich nicht so vernünftig, wie du zu glauben scheinst. Doch, das bist du definitiv. Ist meine Kochkunst wirklich so gut? Absolut. Ich habe schon Essen aus der ganzen Welt probiert. Aber heute hat mich das erste Mal etwas wirklich aus den Socken gehauen. Ach, hör auf. Ich werde ganz rot. Du siehst tatsächlich mitgenommen aus, also wieso nicht? Was sagst du, Liebling? Sicher, du bist uns jederzeit willkommen, Suneo. Ah, vielen Dank, ich werde euch nicht enttäuschen. Oh, da hat jetzt den Job. Apropos, ich suche auch etwas, wo ich helfen könnte. Ich auch. Ich fürchte, wir haben keinen Platz für euch alle hier. Oh Mann. Tut mir leid, Jungs. Ich wollte euch nichts wegschnappen, wisst ihr? Ich bin sicher, ihr findet einen anderen Ort zum Arbeiten. Viel Glück. Dieser Suneo sorgt sich so wie so um seine Freunde. Ach, wie rührend. Ja, danke. Immer läuft es so, wie er es will. Na gut. Da kann man nichts machen. Warum konzentrieren wir uns nicht darauf, etwas anderes zu finden? Schätze, du hast recht. Also gut, bis später. Kommt gerne in jeder Zeit für eine Mahlzeit wieder vorbei. Wir freuen uns schon auf euren nächsten Besuch. Ah, ich verstehe schon. Also schön, das nächste Ziel unserer Tour ist die Klinik hier entlang. Ah, als ob ich schon wüsste, wer da seinen Job bekommt. Wir sind es definitiv nicht. Kann man hier oben auch so hoch? Nee. Aber da kann man auch noch lang. Was ist denn hier? Ah, ich hätte versuchen, möglichst auf dem Pfad zu bleiben. Wir müssen, glaube ich, dieses ganze Begrüßungsding durchmachen erstmal. Das schaffen wir schon.
Ich habe eine Bitte. Könnte ich hier aushelfen? Nun, ich denke schon. Ich hoffe nur, dass du mithalten kannst. Dann willst du also hier arbeiten, Herr Shizuka? Oh, Nobita, Doraemon. Ich bin gerade dabei, danach zu fragen. Dann seid ihr die, die mit Shizuka angekommen sind? Hat Hamon erzählt. Du mit der Brille musst Nobita sein und der blaue Waschbär ist wohl Doraemon. Blauer was? Ich bin kein Waschbär, verstanden? Ich bin eine Roboterkatze. Alles klar. Ein Kater? Du siehst sicher nicht wie ein gewöhnlicher Kater aus. Darf ich dich streicheln? Du siehst glatt aus, bist aber flauschig. Und diese Schnurrhaare sind stahlhart. Aber du bist auch kein Waschbärhund. Was für eine Rasse bist du bloß? Ich sagte doch, ich bin eine Roboterkatze. Ach, Dr. Rokondo. Was? Ja, ich bin Dr. Rokondo. Kommt vorbei, wenn euch was fehlt, okay? Oh. Und ich bin die Krankenschwester dieser Klinik, Serena. Shizuka, willst du dich nicht lieber woanders nach Arbeit umsehen? Da stimme ich Nobita zu. Aber, wir hätten sie gerne hier. Sie können da ein paar Tränke testen. Psst. Ich... ein kleiner Scherz, ich mache nur Spaß. Aber der Job ist mir sicher? Das ist die einzige Klinik der Stadt. Da könnte etwas Hilfe nicht schaden. Wenn ich helfen kann, dann würde ich natürlich gerne hier arbeiten. Abgemacht. Schön, dich an Bord zu haben, Shizuka. Vielen Dank, ich werde sie nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Serena. Ebenso. Was hat dich denn so aufgewühlt, Serena? Nichts. Ich muss ein paar Besorgungen machen. Ich bin dann mal weg. Okay. Ich frage mich, warum sie so verärgert aussah. Habe ich was Falsches gesagt? Normalerweise ist sie immer so nett. Vielleicht ist sie einfach nervös. Kein Grund, sich Gedanken zu machen. Na, wie sie meinen. Wenn Shizuka hier arbeiten darf, dann würde ich es auch gern. Ich auch. Nee, wir brauchen nur eine helfende Hand hier. Tut mir leid, Leute. Ach, Menno. Also dann, Shizuka. Du kannst morgen anfangen. Bis dann. Jawohl, ich sollte mir in der Zwischenzeit mal die Stadt ansehen. Wollen wir zusammen los? Das geht nicht. Du hast doch noch nichts gefunden, wo du aushelfen könntest. Oh, das stimmt. Ich sollte mich wohl nochmal umsehen. Viel Erfolg und bis später. Also gut, sehen wir uns ja mal bei der Schmiede und so, ne? Ich weiß schon, wer da jetzt auch aushelfen wird bereits. Was ist denn das hier? Dab, 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 dab. Na, gucken wir mal. Hier rum. Und was ist denn eigentlich das hier unten? Hier scheint irgendwie ein schwarzes Brett zu sein. Und man wohnt hier. Ist alles noch sehr mysteriös. Na gut. Los geht's. Ja, bitte. Hallo, ist jemand zu Hause? Oh mein Gott, was ist das denn? Hey, Blake, wir haben Kundschaft. Smitty. Warum kümmerst du dich denn nicht um sie, Papa? Du gibst ihm Widerworte, Junge? Begrüße ihr gefälligst. Sofort. Verflucht. Ah, also schön. Hey, willkommen. Ach, ihr müsst die sein, von denen Hamon schon gesprochen hat. Wir sind Nobita und Doraemon. Nett, dich kennenzulernen. Freut mich. Gleichfalls. Hey, Papa. Scheinbar haben wir ein paar Neuankömmlinge in der Stadt. Wer sind sie? Oh. Nur irgendein Zwerg und ein Waschbärhund. Ich bin kein Waschbärhund. Ich bin Smitty, der Schmied. Echt jetzt? Sie nennen ihren... Ach, egal. Ich kann nicht mal Zungenbrecher aussprechen. Das ist das einzige Schlimme. Ich bin Smitty, der Schmied. Ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß.
Mann, eine Schmiede zu führen scheint ziemlich cool zu sein. Ich arbeite auch hier. Ich bin Blake. Ah, aber er ist erst bei der Hälfte seiner Lehre zum Schmied angelangt. Und ich plane auch nicht, jemals ein echter Schmied zu werden. Blake, du kleiner Flegel. Warum sollte ich auch? Verzeihung, ich suche eine Arbeitsstelle und, fehlt es euch hier vielleicht an Arbeitskräften? Hä? Nö, da kann ich euch nicht helfen. Was? Warum nicht? Mit diesen Spindeltieren Armen und Beinen schaffst du es nie zum Schmied. Und was ist mit meinem blauen Prachtexemplar vom Körper? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du eignest dich auch nicht dafür. Was? Alles stimmt an mir. Doraemon, irgendwie hat er schon recht. Du siehst etwas komisch aus. Nichts an mir ist komisch. Ihr seid echt unhöflich. Also, wenn du je etwas geschmiedet haben willst, dann komm vorbei. Auf jeden Fall, danke. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Und das mit einer todernsten Miene. Krumble später weiter, Doraemon. Wir gehen dann mal. Bis später, Leute. Bis zum nächsten Mal, Nobita. Bye. Huiuiuiui. Wo sind Shizuka und Duneo? Sie haben alle Arbeit gefunden. Oh, super. Dann weiß ich schon, wo ich euch als nächstes vorstelle. Und wo soll das sein? Hier lang. Jetzt gehen wir runter. Moment mal, ist das nicht der Strand? Gut beobachtet. Ja, wir haben einen Strand und ein paar Berge hier. Wunderschön. Darf auch in keinem Farming-Spiel fehlen. Aber unser nächster Stopp ist dieser Ort hier. Es ist der Angelladen. Oh yes. Natürlich darf auch in keinem japanischen Spiel das Angeln fehlen. Beeilen wir uns und schauen ihn uns an. Warte, Nobita. Was ist denn da unten los? Hä? Wo rennt er denn hin? Oh, das ist also der Angelladen? Ich frage mich, wie der Besitzer wo so ist. Verzeihung! Oh. Wer ist da? Ah, hallo. Mein Name ist Nobita. Nobi. Alle nennen mich einfach Nobita. Und ich bin Doraemon. Nobita und Doraemon. Ach ja, Hamon hat von euch gesprochen. Also, was ist? Wollt ihr ein bisschen angeln? Das ist doch der Angelladen, oder? Das hier ist mein Haus. Da ich hier aber das ganze Angelzubehör habe. Wow, ich wette selbst, die größten Angelfans können dir nicht das Wasser reichen. Nun, wenn du dich für das Angeln interessierst, dann komm gerne vorbei. Hey, glaubst du, ich könnte dir hier bei der Arbeit behilflich sein? Nein. Was? Wieso nicht? Ich brauche keine Hilfe. Ich komme auch gut allein zurecht. Fühlst du dich denn nie einsam? Nicht im geringsten. Sind wir hier fertig? Ja. Wenn du hier etwas brauchen solltest, weißt du ja, wo du mich findest. Und weg ist sie. Sie hat echt die Ruhe weg. Lass uns woanders hingehen, Nobita. Ja. Jetzt, wo du es erwähnst, Hamon und Giant sind weg. Das liegt daran, dass sie immer, dass du immer wagst, bevor du wägst. Wo sind sie denn hin? Dass du immer wagst, bevor du wägst? Den Spruch kenne ich nicht. Lass uns erstmal zu Hamon zurückkehren. Das seid ihr ja. Hey Nobita, wir haben auf dich gewartet. Was ist los? Ach, der letzte Laden, zu dem wir gehen, ist der Laden des Zimmermanns. Zumindest wollten wir das, aber wir sollten auf euch warten. Oh, entschuldigt. Wollen wir dann jetzt los? Ja, ich habe Giant gesagt, wo er ist. Warum geht ihr drei nicht gemeinsam? Abgemacht. Alles klar, dann los. Sieh dir das mal an. Sieht aus wie der Laden eines Zimmermanns, hm? Alles klar. Hier werde ich arbeiten. Genau der richtige Ort für mich.
Ich dachte eigentlich, dass er zum Schmied geht. Ich wünsche, ich könnte das Gleiche behaupten. Nobita, schließen wir uns ihm vorerst an. Ja, los. Entschuldigung. Ist hier überhaupt jemand? Hallo? Natürlich ist hier jemand. Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Ah. Wow. Entschuldigung, hi, Zimmermann. Machen Sie einen aus mir. Danke. Giant, du musst dich erstmal vorstellen. Ja, das weiß ich auch. Ich heiße Takeshi Goda. Und ich habe ziemlich viel Ausdauer. Ich weiß, wer du bist. Hab's schon von Haman erfahren. Dann sind die beiden Nobita und Doraemon. Dann kennt er uns also. Penta, ich möchte bei ihrer Zimmermannarbeit helfen. Bitte lassen Sie mich Ihr Lehrling sein. Ganz wie du willst. Wow, super. Ich will auch. Und ich auch. Nein, ein Lehrling ist mehr als genug. Ach, kommen Sie schon. Entschuldigung, Jungs, schade für euch. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Sieht es doch weiter um in der Stadt. Ich bleibe eine Weile hier. Mann, selbst Cheyenne hat für uns eine Arbeit gefunden. Tja, also suchen wir einfach weiter, Nobita. Oh. Es gibt wohl keinen Ort mehr, an dem du noch helfen kannst. Wir sind vermutlich einfach zu viele. Aber ich bin trotzdem eifersüchtig, dass ich keine Arbeit gefunden habe. Hast du nicht einen Apparat, der eine Aufgabe für mich finden könnte? Du glaubst, dass es für alles einen Apparat gibt? Ach Menno, du könntest zumindest suchen. Ich sage dir, sowas gibt es nicht. Oh nein. Wer macht denn hier vor meinem Haus solchen Radau? Oh, ihr beiden seid es. Was macht ihr hier? Also, wir suchen einen Ort, wo wir helfen können. Aber wir kommen mit leeren Händen. Du da, der Blaue. Was machst du da? Oh, ich wollte nur, ich habe nur den richtigen Apparat gesucht. Aber klar doch, du kommst mit mir. Ich? Was? Jetzt? Okay. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Doraemon! Weg ist er. Mann, wohin wurde Doraemon verschleppt? Du verheimlichst nicht noch was, nehme ich an. Ich glaube, ich höre sie da drüben. Sehen wir mal nach. Du Blaubeer bleibst hier, bis ich weiß, dass du keine Bedrohung bist. Blauer was? Ich bin kein Bär, verstanden? Ich bin eine Roboterkatze. Eine Katze wie? Ach, das ist noch viel verdächtiger. Doraemon, alles in Ordnung, Kumpel? Nobita, du bist gekommen, um mich zu retten. Doraemon wird für mich arbeiten, damit ich ihm ein Auge behalten kann. Sie machen Witze. Und was ist mit mir? Du kannst abhauen und einen anderen Ort finden. Ich brauche nur einen. Das ist nicht Ihr Ernst. C'est la vie, Kumpel. Ich glaube, es heißt C'est la vie. Ich bin mir nicht sicher. Was haben die alle, was ich nicht habe? Was ist bloß los mit mir? Ich habe die Suche satt. Ich gehe zurück zu Harmons Farm. Oh Mann, sogar Doraemon hat vor uns was gefunden. Oh, hey Nobita, willkommen zurück. Hast du einen schönen Ort gefunden, an dem du helfen kannst? Eigentlich haben all meine Freunde Arbeit gefunden. Bloß ich nicht. Ist das so? Muss hart sein, nicht wie wir einfach zu Hause zu arbeiten. Was soll ich jetzt machen? Sorge dich nicht so viel, Kindchen. Du bekommst Falten. Entspann dich. Hey, arbeitest du auch auf der Farm, Oma Raviola? Sicher. Ich sollte nicht
aber ich kann nicht alles Hamon überlassen. Und ich sage, sie soll es lassen. Du bist nicht mal die jüngste Oma. Hey, meinst du, ich könnte hier vielleicht helfen? Du? Hier? Hm. Oh, weißt du was? Wir haben noch eine zweite Farm. Was für ein Zufall. Ihr habt zwei? Es ist zu viel für uns zwei, aber du könntest es probieren. Bist du sicher? Sicherlich. Das wäre eine große Hilfe. Das würde uns viel bedeuten, wenn du sie wieder herrichten würdest. Gut, dann bin ich dabei. Wow, ich bin ein echter Farmer. Komm mit, ich führe dich herum, folge mir. Ah, na, wer hätte das gedacht? Und hier sind wir. Oh Gott, da wären wir, Nobita, deine neue Farm. Wow, sie ist so riesig, einfach unglaublich. Ja, als unglaublich hätte ich das Chaos auch betitelt. Ah, dieses Haus steht leer. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Mein ganz eigenes Haus? Wirklich? Ein paar Sachen wie ein Bett und ein Regal stehen schon drin. Verkauf sie bloß nicht. Das würde für ganz schönes Chaos sorgen. Ansonsten steht es dir frei, es nach Wunsch einzurichten. Wow, vielen Dank, Harmon. Es ist an der Zeit, deiner neuen Farm einen Namen zu geben, der zu ihr passt. Einen neuen Namen? Da du hier leben wirst, ist es nur gerecht, dass du einen Namen aussuchst. Vergiss aber nicht, dass Farm zu jedem Namen hinzugefügt wird. Ach so, okay. Dann nennen wir sie, wie immer, Peachy, die Peachy-Farm. Peachy. Perfekt. Beenden ist das Plus. Nein. So. Jetzt. Vielleicht Peachy? Farm Peachy? Was? Achso, es ist dann quasi Farm Peachy. Nicht Peachy Farm, sondern Farm... Egal. Also das nenne ich mal einen Namen, der was hergibt. Ich denke, das genügt für heute, Nobita. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Oh, ich sollte wohl fragen, wie man überhaupt eine Farm betreibt. Nichts sagen. Ich muss ihn vermutlich nicht bitten, mir die Farmarbeit zu erklären. Oh, stimmt ja. Es versammelt sich alles bei Harmon. Es versammeln sich alle bei Harmon. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mal lesen. Warte, Harmon, ich komme mit. Ich glaube, wir sind schon richtige Farmprofis. Wir brauchen keine Hilfe. Freut mich, dich hier zu sehen, Nobita. Ich habe von Harmon gehört, dass du auf der Farm aushelfen wirst. Ja, das stimmt. Oh, hey, Nobita, hier. Ich hatte vorhin vergessen, dir das zu geben. Jetzt bekommen wir bestimmt die Werkzeuge. Ah, eine alte Hacke. Oh, was ist das? Das sind sämtliche Werkzeuge, die du für die Farmarbeit brauchst. Ach, du meine Güte, für mich? Bist du sicher? Ja, kein Problem. Du wirst da draußen tolle Arbeit leisten. Danke. Oh, hallo, Leute. Hast du auch beschlossen zu helfen, Nobita? Warum fragst du überhaupt, Shizuka? Das bereitet Nobita nur ein schlechtes Gewissen. Hehe, also eigentlich helfe ich auf der Farm aus. Wow, es ist, als hättest du ein neues Kapitel aufgeschlagen, Nobita. Cool, jetzt wissen wir wohl, wo alle helfen werden. Cheyenne ist in der Schmiede? Na, eigentlich ist er beim Tischler, oder? Shizuka in der Klinik, Doraemon bei Türmes und ich im Restaurant. Und ich bin ein frisch gebackener Farmer. Ach, ich bin froh, dass ihr alle einen Ort gefunden habt. Lass von euch hören. Schön, dich kennenzulernen. Oha, da fällt mir noch was ein. Wo wohnt ihr eigentlich alle? Ich bin in einem verlassenen Haus auf der Farm gezogen. Pendler lässt mich bei sich übernachten. Resto und Ranta haben mich aufgenommen. Serena hat mich zu sich eingeladen. Und Hermes lässt mich ins Gästezimmer einziehen. Cool, hä? Natürlich. Also gut, wenn ihr was braucht, ruft einfach, okay? Ach, danke, Harmon. Lassen wir es für heute gut sein. Ich frage mich, wie lange wir wohl noch so altmodisch leben müssen.
Oh Mann, ich hoffe, das ist alles bald vorbei. Genug gejammert, ihr zwei. Ich muss ab morgen in der Klinik aushelfen. Dann muss ich mich vorbereiten. Gleichfalls. Stimmt, ich mich auch. Also bis später, Nobita. Okay, bis dann. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir noch das Wichtigste erklären, Nobita. Wenn du noch Zeit hast, könnte ich dir etwas über Ausdauer erzählen. Nicht nötig. Schon gut, ich gehe zurück zur Farm und fange mit der Arbeit an. Ja? Dann können wir das wohl überspringen. Oh, ist echt lieb, dass das Spiel mich das überspringen lässt. Wenn ich schon erstmal alle Dorfbewohner kennenlernen muss, wenigstens das. Wir als Farmprofis wissen ja, was zu tun ist, ne? Gehen wir jetzt zurück zur Farm. Okay, ich komme mit. Du hast doch überall Bäume, Unkraut und Steine, oder? Oh, wie hier? Ja, die sind echt im Weg. Und wie? Es ist vielleicht viel verlangt, aber würdest du sie eventuell beseitigen? Du willst, dass ich es tue? Hamon hat uns sehr geholfen. Da können wir uns auch revanchieren. So schaffen wir es auch mehr Platz, um Pflanzen anzubauen. So. Da hast du recht. Okay, ich mach's. Danke. Ich sollte wohl erwähnen, dass zur Beseitigung Werkzeug benötigt wird. Ich gebe dir, was du brauchst und erkläre dir dann, was zu tun ist. Nicht nötig. Nein, gib mir einfach alles. Da ist sich auch jemand sicher. Also gut, bitteschön. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Eine Axt und ein Hammer. Probier's hier aus, wenn die danach ist. Alles klärchen. Oh, ich habe noch was vergessen. Was denn? Tomei sorgt dafür, dass Gegenstände, die du in die Farmkiste legst, ausgeliefert werden, Nobita. Meine Kiste kann das? Genau, ich erkläre es dir. Ja, okay. Quasi die Versandkiste. Um Feldfrüchte zu verkaufen, die du auf der Farm erntest, musst du sie ausliefern. Bring alles, was du versenden willst, zur Kiste und drücke dann den Y-Knopf. Probieren wir es aus, während Doraemon hier ist. Ich gebe dir eine Rübe und du kannst sie ausliefern. Huiuiuiui, das machen wir gleich mal. Okay. Boah. Diese Rübe werde ich jetzt... Oh, ich kann alles ausliefern. Ah, wie viel? Eine. Bist du sicher, dass du eine Rübe liefern willst? Ja. Jo, was geht? Toll, diesmal hast du eine bestimmte Anzahl Feldfrüchte verschickt. Mit dem Y-Knopf kannst du auswählen, wie viele du verschickst. Ich glaube, das ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Ich meine, ich erwähne es zum dritten Mal, aber wir sind Farmprofis. Wir wissen das. Wenn du alle Feldfrüchte verschicken willst, verwende den A-Knopf. Ja, da stand unten da, ich weiß, Hammer. Wenn du zu viele Feldfrüchte, dann drücke den A-Knopf. Wenn du einen Fehler machst, drücke den X-Knopf, um die Kiste zu öffnen. Ach so, man kann quasi auch nochmal so reingucken. Yep, da ist die Rübe, die ich reingelegt habe. Du kannst mit der ZR-Taste zwischen der Kiste und deinem Rucksack wechseln. Okay, alles klar. Ah, das ist das Innere deines Rucksacks. Boah, das sieht echt schäbisch aus, das Zeug hier. Seht ihr das? Das heißt aber, wenn wir das verbessern können, brauchen wir bestimmt auch Erze. Das heißt, es muss eine Mine geben. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Wähle etwas mit dem A-Knopf aus und wechsle dann mit ZR oder ZL zwischen den Rucksack der Kiste. Wenn ein Platz frei ist, drücke den A-Knopf. Wenn ich einen Fehler mache, kommt es wieder in meinen Rucksack. Ja, stimmt. Okay, also man kann quasi nochmal auf die Kiste zugreifen, falls man aus Versehen was verschickt hat oder zu viel von etwas verschickt hat und es quasi revidieren möchte. Ich hole alles um 18 Uhr ab. Also sollte bis dahin alles bereit sein. Ah, bis 18 Uhr haben wir sogar Zeit. Ich glaube, bei Back to Nature hatten wir nur bis 17 Uhr Zeit. Also eine Stunde mehr für uns. Du bekommst Geld für alles, was Doraemon um 18 Uhr abholt. Und mit dem Geld kann ich Saat und Werkzeuge für die Farm kaufen. Bingo! Feldfrüchte heranzuzüchten und sie verschicken ist deine Aufgabe. Kann ich nur Feldfrüchte in die Kiste legen? Du kannst auch Pflanzen vom Wegrand und gefangene Käfer reinlegen. Leg fürs Erste einfach alles rein, was du verkaufen willst. Mach ich. Aber nicht zu Verrücktes.
Es ist nämlich mein Job, alles durchzugehen. Alles klar. Oh, es ist 18 Uhr. Abholzeit. Oh, ich muss los. Yay, bekommen wir Geld für eine Rübe. Das waren soweit alle Grundlagen. Die Zeit vergeht wie im Flug, was? Naja, die Aufnahme geht jetzt schon eine Stunde. Ich hoffe, die Folge ist bald vorbei, weil meine Kehle tut mir langsam vom vielen Vorlesen weh. Danke, dass du die Zeit genommen hast, mir alles zu zeigen, Harmon. Nichts zu danken. Werfen wir doch mal einen Blick ins Haus, wenn wir schon dabei sind. Klar, hier drüben. Oh, das ist aber echt klein. Ist ziemlich gemütlich, oder? Ja schon. Du kannst jederzeit Penta bitten, es zu vergrößern. Ach ja? Aber dafür brauchst du viel Stein und Holz. Du kannst auch Gegenstände in dieser Truhe aufbewahren. Wow, wirklich? Yep. Mach sie auf und schau mal rein. Alles klar, das ist eine Truhe. Kistenregal. 1, 2, okay. Sie ist noch leer, aber wirf ruhig ein paar Dinge rein. Wechsel zuerst mit der zu deinem Rucksack. Na los, keine Angst. Ah, dann wähle den A-Knopf, den Gegenstand aus, den du bewegen willst. Wenn er ausgewählt ist, kehre dann eigentlich alles selbsterklärend. Um etwas schnell zu verschieben, drücke den Y-Knopf. Okay. Wow, ich kann Dinge also reinlegen und rausholen, wann immer ich will. Genau, die Kiste ist wirklich praktisch. Schließlich ist dein Rucksack ziemlich klein. Wusstest du, dass du daraus auch eine Kiste... Was? Wusstest du, dass draußen auch eine Kiste steht, neben dem Briefkasten? Okay. Da, okay. Du kannst sie nicht bewegen, aber darin liegt dasselbe wie in der Lagerkiste drin. Okay, quasi ein Schnellinventarzugriff. Wie ich es bei MyTablet Posher gemacht habe, da habe ich auch draußen noch eine Kiste hingestellt, dass ich schnell hin und her switchen kann. Das ist praktisch. Verwende beide und du verwaltest alles im Handumdrehen wie ein Profi. Ich glaube, ich hab's verstanden. Hm, ist da jemand? Huch, was machst du denn hier, Doraemon? Hey, also, naja, ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass all das Farmgeräte zu viel für dich ist. Also dachte ich, da kann ich doch mal nach meinem besten Kumpel auf der ganzen Welt sehen. Oh hey, Harmon, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Harmon war schon die ganze Zeit hier, aber ist okay, Doraemon. Alles klar. Yep, ich habe mir ihm nur ein paar Dinge über das Haus erklärt. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir eigentlich fertig. Dann lasse ich es für heute wohl gut sein. Ja, sieh nur, wie spät es ist. Ich muss schleunigst ins Bett. Jetzt schon? Oh, was für eine albtraumhafte Zeitplanung. Leben auf der Farm ist nicht leicht, wie? Geh früh schlafen, hörst du? Ah, so ist es wohl nun mal. Dann ab ins Bett. Morgen früh wirst du dich wieder wie neu fühlen. Ah, was soll das? Bist du jetzt etwa meine Mutter? Na schön. Stell dich zum Schlafen vor das Bett und drücke den A-Knopf. Wer spät schlafen geht, wacht auch erst spät wieder auf und ist dann müde. Wehe, ich erwische dich mitten in der Nacht irgendwo, Nobita. Wir sollten dafür sorgen, dass dein Fortschritt nicht verloren geht. Öffne mit Ninos das Menü und wechsle zum Speichern mit der R-Taste zum Systemmenü. Speichern? Ja. Okay. Hier speichern? Ja. Wie lange spielen wir denn schon? Können wir das gleich sehen? Boah, schon 1 Stunde und 6 Minuten. Krass. Denke an deinen Schönheitsschlaf. Habe ich mich klar ausgedrückt? Klar wie Kloßbrühe. Also gut, schlaf schön, Nobita. Schlaf gut. Ihr auch. Sehr schön. Oh, der erste Tag ist geschafft. Wir haben uns jetzt überall vorgestellt. Oh, ich habe 1110 bekommen. Ich muss ganz schnell ins Bett zum Schlafen. Achso, ich habe noch gar nicht geschlafen. Oder kann ich irgendwie mal ganz kurz gucken hier? Ist hier Minus? Nee. Komm. Schlafen. Bis um 6. Okay. Und dann sind wir auch schon wach. Hey, Kumpel! Oh Gott. Guten Morgen! Morgen! Morgen, Leute!
Gut geschlafen? Wie ein Stein. Das höre ich gern. Bist du ein Fan vom nachmittäglichen Nickerchen, nicht wahr, Kumpel? Draußen kannst du Nickerchen machen, wann immer du willst. Toll, oder? Drücke einfach den B-Knopf, dann schläfst du direkt ein. Klingt, als wäre es Zeit für ein Testnickerchen. Was? Halt mal. Wolltest du mit mir über was reden? Herr Mace wollte mit dir reden. Ich bin hier, um dich zu holen. Gehen wir. Was will der denn? Das wirst du schon sehen. Um zu sehen, wo alle sind, öffne das Menü und sieh auf der Karte nach. Okay. Das ist sehr praktisch. Oh mein Gott, das ist eine echt große Karte. Hier sind wir. Und hier, und da geht's aber hier noch ganz weit hinten lang. Krass. Sieht aus, als wäre Temis in Natura Ost. Um dieser Zeit ist er wahrscheinlich zu Hause. Okay, okay. Okay, gehen wir. Ach Leute, das ist mir gerade alles zu viel. Ich würde gerne die Folge beenden. Oh Gott, hätte ich noch die Folge vom Schlafengehen beendet. Hier ist Nobita, wie verlangt. Bitte tu ihm nichts. Nur ein Scherz. Es ist zu früh für deine Faxen. Guten Morgen. Guten Morgen, Termace. Du bist auch mitgekommen, Hermann? Ja, ich bin hier, um das Kassenbuch einzusehen. Also gut. Sieh es dir ruhig an. Okay. Das Kassenbuch? Ja. Du startest doch eine Farm. Das solltest du wissen, wie das alles funktioniert. Ich übernehme ab hier, Termace. Ja, tu das. Was das Kassenbuch kann, es zeichnet die Verkäufe deiner Farm auf. Ja, habe schon gesehen. Wir haben eine Rübe verkauft und haben dafür 110 bekommen. Sehr schön. Hier ist es. Du findest es in diesem Bücherregal. Ich halte es immer auf dem neuesten Stand, damit du Bescheid weißt. Dieses Regal dient auch als Zentrale für allerhand Leitfäden. Ach ja. In Leitfäden findest du alle Feldfrösche, die du gesammelt hast. Klingt praktisch. Ich wollte es nie einsehen. Ich weiß es jetzt schon. Also gut, ich schalte langsam los. Du gehst schon zurück? Ja, die Farm bearbeitet sich nicht von selbst. Danke nochmal, Termace. Ja, komm jederzeit wieder. Tschüss. Oh, da fällt mir ein, sagtest du nicht, du wohnst mit Bürger... Was? Oh, da fällt mir ein, sagtest du nicht, du wohnst du im Bürgermeisterhaus. Okay, komischer Satz. Anscheinend fragen wir ihn gerade, ob er im Bürgermeisterhaus wohnt. Jep, ich bewohne die zweite Etage. Das musst du mir zeigen. Oh, bitte nicht. Aber sicher, Kumpel. Hier drüben. Oh, das sieht aber schick aus. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Wow, nette Hütte. Ach, du bist immer willkommen, Kumpel. Komm jederzeit vorbei. Auf jeden Fall. Termes Zimmer ist gleich nebenan. Nur, dass du es weißt. Warte mal. Ist das das, was ich denke, was es ist? Was, wenn es die Was-wäre-wenn-Kiste ist? Ich verstehe, ja. Wer es findet, darf es behalten. Sieht aus, als ob er es unbedingt behalten will. Na schön. Anscheinend ist es eins von Doraemons Geräten, die wir suchen. Und Hermes möchte sie uns nicht geben? Ihr könntet es hier verwenden, wenn ihr wollt. Wirklich? Das erlauben sie uns? Damit kann man in die Vergangenheit reisen und frühere Entscheidungen ändern. Wow, das ist echt viel Verantwortung. Probier es ruhig mal aus, wenn ihr danach isst. Gut zu wissen, danke. Ah, stimmt. Du hast nicht zufällig einen Kalender, oder Nobita? Habe ich einen? Öffne mit Minus das Menü und wechsle dann mit der R-Taste zum Kalender. Danke. Siehst du, dass manche Tage markiert sind? Nein. Also, okay, ja, die sind halt blau und die sind rot und hier scheinen irgendwelche Feste zu sein. Da machen die Läden zu und alle versammeln sich für ein Fest in der Stadt. Du wirst hoffentlich auch teilnehmen, oder Nobita? Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich frage mich, wie Feste hier wohl sind. Und zum Schluss habe ich eine Bitte. Wie, an mich?
Zweifelsohne. Ich will, dass du mir, was, Schachtelhalm bringst. Was? Schachtelhalm? Hä, warum? Bring mir welchen. Dann gebe ich dir dafür auch Rübensamen. Ist wahrscheinlich ratsam, diesen Handel anzunehmen, Kumpel. Na klar. Aber gerne, ich gehe welche finden. Ich komme auch mit. Viel Glück, ihr zwei. Was? Hier irgendwo sollte es Schachtelhalm geben. Oh, da drüben. Na, sieh mal einer an. Gebirgsblumen und Gräser findest du in Gebirgen und Muscheln am Meer. Ich kann auch alles verschicken, was ich sammle, stimmt's? Stimmt, genau. Ich wette, dann könnte ich ein hübsches Sümmchen verdienen. Holen wir uns erstmal den Schachtelhalm und bringen ihn Türmes. Ich würde gerne wieder normal spielen können. Das wäre richtig cool. Okay, das sollte reichen. Gehen wir zurück. Ausgezeichnete Arbeit. Hier sind die versprochenen Rübensamen. Danke. Ernte viele verschiedene Feldfrüchte und dann bist du schnell erfolgreich. Klingt gut, bis später. Viel Erfolg, Nobita. Kann ich das bitte endlich spielen? Ich will einfach nur spielen. Was ist das? Ah, die Anschlagstafel. Oder? Eine Art Tafel? Wow, da hängen alle möglichen Infos. Das sollte ich mir merken. Okay, danke, Nobita. Durfte ich jetzt nochmal... Oh mein Gott, ich kann spielen. Yeah. Okay, Freunde. Jetzt geht das eigentliche Gameplay los. Mein Kiefer tut weh. Vom ganzen Vorlesen. Oh Gott, ich brauche erstmal eine Pause. Es war eine echt lange Folge. Es war echt umfangreich. Ich kann jetzt gerade noch so ein bisschen im Kreis. Kann ich es auch so aufheben? Rausziehen. Geht. Ah. Oh, das ist ja wie im ganz alten Harvest Moon. So, es ist richtig alt. So plopp, plopp. Richtig geil. Boah, es war jetzt alles sehr viel Information. Also zum nebenbei gucken war die Folge, glaube ich, ganz gut. Aber es war echt anstrengend. Aber ich freue mich schon tierisch darauf. Also jetzt so wirklich, echt jetzt. Hier, mich um alles zu kümmern, um mir anzugucken, was es alles so zu entdecken gibt. Oh, das ist ein echt großer Baum. Den können wir bestimmt noch nicht fällen. Gut. Dann möchte ich nicht die Folge noch länger machen, als sie ohnehin schon ist. In der nächsten Folge schauen wir uns aber auf jeden Fall auch noch ein bisschen um. Gucken uns das Gelände genau an. Schauen, was wir alles machen können. Gucken, wie gut unsere Werkzeuge sind, wie alles funktioniert. Und ja, die nächste Folge wird auch nicht ganz so lang. Das ist echt jetzt eine bombastisch lange Folge. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.